So, weiter geht's mit Pokémon Schwert. Ja, und wir sollen heute zum Lost Tower. Irgendwas ist mit Dealing dort vorgefallen, beziehungsweise warum ist der ausgerechnet dort? Und das versuchen wir heute herauszufinden. Ah, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich bin immer noch nicht so fertig von meinem Kampf. Timmer ist jetzt offiziell Fanclub von Captain Murray. Wir brauchen auch deine Hilfe. Ich bin zutiefst gerührt von eurer Familienbande. Aber niemand hat euch um Hilfe gebeten. Olivia? Digga, Präsident Rose befindet sich gerade mitten in einem wichtigen Meeting mit dem Champ. Die zwei dürfen auf keinen Fall nicht verlieren. Mit unbefugt ist der Zutritt zum Rose ohnehin verwehrt. Um mit der Universe erreichen, wird ein spezieller Schlüssel benötigt. So wird gewährleistet, dass der Liga-Präsident sich nicht mit ungeladenen Gästen ablagen muss, solange er sich im Bootstower aufhält. Ich werde Schlüssel einem von mir gewählten Mitglied des Liga-Personals anvertrauen. Aber ich sehe sicher nicht entgegen, dass der Liga-Präsident solche Spielchen mag. Woran er erkennt, dass Mitglied des Liga-Personals den Schlüssel hat? Tja, das müsst ihr schon selbst herausfinden. Ich bin der Meister der Tarnung. Versucht noch, mich zu finden. So. Ja, na toll. Was jetzt? Warum einfach, weil es so kompliziert geht. Aber hey, das wird sich aufhalten. Die Mail hilft bei der Suche. Wir sind immer in der offiziellen Fanclub von Kev. Perfekt, ich suche die Gegend von dem Stadion ab. Okay, wie sieht's aus? Gehen wir jetzt erstmal mal zusammen zum Bahnhofsplatz? Okay. Ah, super. Solange alle mithelfen, schaffen wir das. Für links, um Lost Tower zu erreichen. Okay, also diese bösen Angestellten, die Pokémon-Liga möglichst schnell finden. Der Typ hat eine abgefahrene Sonnenbrille auf, wenn ich mich nicht täusche. Jo, da sind tatsächlich einige von denen. Warte mal, jetzt muss ich gerade gucken. Es gibt drei Orte, wo der sich versteckt. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo der war. Der eine steht nur rum und es ist der Typ hier. Der steht mit dem Rücken zur Wand, das ist der erste von denen. Hey Kev, du bist super vorsichtig, aber will mir nicht einfach nur sein Gesicht zeigen. Sag doch mal was, um ihn aufzuschrecken, da dreht er sich bestimmt um. Ha, ich hab den Schlüssel. Was? Was? Mist, ich hab dich umgedreht. Jetzt bin ich auch noch umzingelt. Na schön, damit er gekämpft. So, Will von Macrocosmos ist der erste. Und er fängt an mit einem Mauti, Gala Mauti. Hier sind nebenbei diese Typen, setzen alle Stahl-Pokémon ein. Also mit einem Feuer-Pokémon seid ihr relativ gut dabei. Gut, dass wir alles im Team haben, nämlich mit Fortunator sollten wir das Ding hier ohne Probleme gewinnen. Weg ins Sonnenbaum erstmal. Das werde ich in der nächsten. Feuer mich an. Oh, danke, ihr seid die Besten. So, nur zwei damals Initiative. Okay, sehr gut. Ah, Flambo. Jetzt muss ich das Neuze weg. Tschüss. Ich dachte, mein Feuer ist hier relativ gut eingestellt. So, das nächste Pokémon ist vom Typ Stahl, Käfer, auch hier, dieser Feuer-Pokémon ist effektiv. Ich dachte, ich hätte das nicht. Oder wollen wir sagen, wir setzen jetzt mal die Kreuz hier rein, weil dann ist schneller ist das hier. Aber der nachfolgende Flammenwurf kriegt die Arme also hier. Ohne Probleme. So, der gute Wild ist besiegt. Ah, jetzt hätte niemand erkannt, wenn ich mich umgedrückt hätte. Ich hab's, ich steck mich einfach. Dann kommt niemand an den Schlüssel. Boah, der hat ein Tempo drauf, wo der sich auf Fluss versteckt hält. Ja, das zeige ich euch. Der versteckt sich. Den Mist. Nein, es gibt. Ja, hier, dieser. Der hier zwischen den Leuten. Ja, umso verdächtiger, umso sicher seid ihr. Der müsste es eigentlich sein. Was? Was hab ich gefunden? Da bloß war so gut wie ich einfach jeden angequatscht. Egal, jetzt wird gekämpft.
So, Flunkiefer. Ich habe wieder ein neues Pokémon, aber wie gesagt, das ist immer nur Stahl-Pokémon. Also, wie gesagt, das ist ein Feuer-Pokémon am Anfang. Ich mache das nicht von oben, um es halt zu. Um es zu trainieren. Ich hoffe, das ist gleich jetzt irgendwann vor dem wirklichen Finalturnier, weil das war ja das Projekt-Turnier. Das ist immer ein Wald entwickelt, das nervt mich langsam. Ich nehme es nur noch ab. Ich würde gerne die Seite bekommen. Naja, du schaffst das. Los! Der Verteidigung, Spezialverteidigung. Das bringt ja mir nichts. Die dunkle Fahrt ist natürlich Stahlfee. Aber jetzt lese ich das mal durch. Das gab eins hat er noch. Da werden immer zwei. Jo, Stahlebohr. So, da könnt ihr nicht unbedingt auf ein Feuer-Pokémon hoffen, weil Stahlebohr vom Typ Stahlboden ist. Dementsprechend wäre ein Wasser-Pokémon oder ein Kampf-Pokémon mit dem, was er hat, vom absoluten Vorteil. Ich setze auf ein Boden-Pokémon, wie auch immer. Ich setze auf ein Wasser-Pokémon. Mit. Das ist gut. Mit Intellion. Ein Aqua-Durchstoß und Schiff Stahlboden. Level 63. Es wird mal Zeit, dass du dich entwickelst. Nein. Tja, mich zwischen den Leuten verstecken, war wohl nicht gut genug. Aber jetzt werde ich mir richtig Mühe geben. Du findest mich nie. So, der letzte ist hier. Glückwunsch, hast du den Nadelmeuerhaufen gefunden? So, das ist Spitz. Nächste Pokémon ist Castadua. Stahlland. Auch hier, hier seid ihr mit dem Feuer-Pokémon sehr gut bedient. Wollen wir mehr lang? Und was kriegen wir jetzt dafür? Also für Spezialangriff. So. Das war du. Mal 58 für Totonato. Das nächste Pokémon über den Ring schickt ist Stahlos. Müsste Stahlboden oder Stahlgestein? Ja, ist Stahlboden. So, dann setzen wir dafür mal ein Wasser-Pokémon ein. Egal, was er hat. Super, ein Wasser-Pokémon fliegt auf. Also, ein Feuer-Pokémon ersetzen. Eigentlich müsste es Stahlboden sein. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Oder Odin. Nochmal über Durchstoß. Ich war doch mal gefangen. Ich habe jetzt mal ein paar gefangen. So, das war dann eine Verteidigung. Und die Paralyse gerade auch noch. Also direkt den doppelte. Und die Paralyse gerade. Also direkt die dreifache Bestrafung hinterher. Volltreffer, Paralyse und die Paralyse greift auch noch. So, weg damit. Ja, der Typ ist weg. Gott sei Dank Geschichte. Ja, versteck das Sinus. Treff das Sinus. Da kann man noch wegrennen. So. Es ist vorbei. Es gibt keinen Ausweg mehr für mich.
Ha, denkst du. Ich habe keine Lust mehr, mit der Schafage von Libyan zu hören. Auf geht's, keine Option. Mal sehen, wie du mich schnappen willst, wenn ich ganz clever in die Monowelle hüpfe. Was? Ich hoffe, ja, Leute. Wir müssen den Bahnhof belagern, damit der Typ uns nicht erwischt. So. Endgültig in der Falle. Gute Arbeit. Das muss gefeiert werden. Am besten mit einem Song, damit ordentlich Stimmung aufkommt. Ein ganz anderer Sänger, wo ihn so wie ich ziemlich für sich simple gehe und mehr nicht. Hm, was? Meine Lieder wurden nicht geschrieben, um euch Mut zu geben, ihr Lieben. Meine Lieder wird es sich gelegen, euch Freude oder Glück zu bringen. Und doch singen sie immer wieder, meine schönen simple Lieder. Boah, nett. Nett, ihr Mann. Ist das nicht nett? Der war gerade ein schwarzes Konzert. Der wollte eher ein mattes Konzert. Ja, komm, lass uns hier rangehen. Oh, schau mal, das hat gewirkt. Die Bahnhofstar Security nimmt reißt aus. Oh, jetzt können wir mit der Monowelle zum Monster fahren. Der fährt mal los, macht schon, das ist eure Chance, macht was draus. So, wir sollen den bösen Liga-Anschnittgestellten suchen und da ist der Rose Tower. Den wir jetzt, nicht jetzt, nicht heute mehr durchforsten sollen. Da wären wir, der Rose Tower. Oh, wieso hoch dieser Kasten wohl sein mag? Die Spitze verschwindet sogar in den Wolken. Okay, was ist euer Plan? Team Geld und Netz haben mit den Typen der Pokémon Liga sicher noch alle Hände voll zu tun. Wir sind also auf uns allein gestellt. Gute Frage, hast du eine Idee? Los, gehen wir vor. Ich bin dabei. Je schneller wir die wieder rausholen, desto besser. Du bist schließlich noch beim Champ gegen ihn antreten, nicht wahr? Dank dir, du hast bis hierher geschafft. Wir dürfen nicht nachlassen. Diese Lydia muss man nicht verstehen, oder? Ich kaufe ja völlig ab, dass sie nur mit dem Monowelle-Schlüssel dazu da war, den Liga-Präsident zu beeinflussen. Warum der Präsident gegen Champ im Rose Tower heißt, hat wirklich auch ein Rätsel. Ah, mein Abfallfreund war der Ultimate Kick. Diese Menge ist abgegangen, so wie ein Zweigfreund. Meine Zugabe hat doch gefehlt. Was ist der Domain hier? Was geht eigentlich? Ich sehe was Rückendeckung. Ich schlafe hier bei meinem Bruder, damit er keinen Unfug anstellt. Wenn Hilfe braucht, findet uns hier. Komm, machen wir uns auf die Socken. Ja, aber da wird gerade in einem neuen Gebiet zum Beispiel mir ganz kurz mal angucken, ob wir vielleicht irgendwo noch ein Item übersehen haben, was hier vielleicht wichtig sein könnte. Oh, das ist oh, ein Sonnenbogen. Oh, das könnte nicht viel sein. Das ist ein aber ich würde es gerne einfach mal wirklich entwickeln. Was ist denn da oben? Endlich! Level 64. Gott sei Dank. Bevor ich endlich in den Champ-Cup komme, kann ich dann noch entwickeln. Oh, Level 64. Meine Fresse. Und damit herzlich willkommen im Team Motoneva. Ein Pokémon, das wir noch nicht kennen. So, Motoneva erlernt erstmal Eissturm. So, über diese Sonne, wo man gar nicht mehr so schlecht ist, am Ende der Folge ist das definitiv nochmal ein Highlight gewesen. Gott sei Dank. So, dann passt das jetzt mit dem Team. Kriege ich jetzt noch was, kann ich jetzt auch irgendwas entwickeln? So, also kann ich jetzt auch irgendwelche Attacken beibringen? Kehrtwende reinhauen.
Eisperr dazu. Ich mir die Pulverschnee. Knuddler kann es auch beibringen, das ist gut. Dann haben wir zumindest eine Fee-Attacke. Dann nehmen wir dafür Käfertrutz raus. Gut, okay. Dann gucke ich mal nach, ob ich hier noch irgendein Item vergessen habe. Weil hier könnte nämlich auch irgendwo noch was liegen, aber schauen wir, sieht es nicht so aus. Doch, da oben. Ha, sag doch. Warte mal, dann sehen wir mal. Oh, Elektrosamen. Ich bin so schlecht bei Elektrosamen. Die Grassamen haben wir auch da oben irgendwo. So, dann gucke ich hier noch nach. Da liegt nämlich auch noch irgendwas. Was haben wir hier? Einen Akku. Okay. Gut, dann, bevor es dann jetzt in den Lost Tower geht, mache ich Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's da endlich durch.